mein Gott, da ist mir letztens die Waschmaschine kaputt gegangen. Aber zum Glück kann ich hier beim Vom Stein meine Wäsche waschen. Hallo und willkommen zur 45. Ausgabe von Wermelskirchen TV Magazin. Wir befinden uns mitten im November im Herbst und an diesem Wochenende hatten wir einen dreifachen Hexensabbat. Und das begann natürlich am Wochenende mit der Live-Music-Tour, der Music-Tour der 10. insgesamt. Davon haben wir natürlich auch ein paar Bilder gemacht und ihr könnt einen Sonderbericht sehen. Musiktour 2017. Also, wir sehen uns nächstes Jahr wieder in Dörringhausen. Wir wollen unsere eigene Dörringhauser Musiktour übrigens machen. Immer ein Pendelbus zwischen Ecke zur Ecke und Maxim 50. Kommt ihr dann wieder? Ja, natürlich. Nächster Dämon ist dabei. So. Darüber hinaus gab es an diesem Wochenende noch zusätzlich auf dem Schwanenplatz, wie auch schon angekündigt, das Food Truck West Festival. Auch das war ja etwas Besonderes für die Dellmänner und sie haben es rege in Anspruch genommen und so wird es gut sein, dass möglicherweise auch schon in 2018 und diesmal im Sommer eine Wiederholung stattfindet. Appetit schon am Morgen, weg sind Kummer und Sorgen. Flemmen ist für mich erste Bürgerpflicht, ohne Appetit geht's nicht. Appetit, das heißt frisch sein, kerngesund wie ein Fisch sein. So ein Meer vom Bier, ja, das lobe ich mir. Hast du Appetit, nimm's dir. Sascha Mesos Remscheid, ist heute ein Heimspiel? Ja, um die Ecke quasi, ne? Wermelskirchen, 5 Minuten Fahrt nur von uns. Wie erklärt sich dem bergischen Foodtruck? Was ist das? Also im Grunde genommen ist es nichts anderes als ein hochklassiger Imbisswagen, wobei dann die richtigen Foodtrucks natürlich Chevrolets, die großen amerikanischen Autos, aber hauptsächlich geht es uns um frisches, handgemachtes, qualitativ hochwertiges Essen aus einem Auto. Überall hörte man es schreien, wer Appetit hat, hat Schwein. Nur wer gut ist, der sieht ein, Essen und Trinken muss sein. Hast du Appetit, hau rein, dann wird dir auch nicht flau sein. Lass den Magen nie hängen bis zum Knie, warum willst du nicht schlau sein? Dünne Schlemmer und Dicke, denke nicht an Herrn Knicke. Trink zum Gänseklein, niemals Gänsewein. Sowas muss ja nun nicht sein. Streetfood, Foodtruck, ist das ein neuer Trend? In manchen Städten schon, weil es noch nicht sich so ausgebreitet hat wie in den Großstädten, aber in Köln, Düsseldorf, alles was so ein bisschen groß oder größer ist, da ist Streetfood eigentlich schon seit 3 Jahren eine feste Größe als Festivalveranstaltung. Der Appetit kommt beim Essen. Pulled Pork von der Bergischen Bärbel. Und war lecker? War super lecker mit Röstzwiebeln drauf. Genial. Ich glaub, und was sagt der Herr? Ich sag absolut fantastisch. Von Bergischen Bärbel hier dieses Pulled Pork. Unfassbar lecker. Also wirklich. Kann man echt genießen. Ich nehme auch ein Stück. Bingo, wunderbar. Wermelskirchen hat seit dem Wochenende ein neues Dreigestirn. Das wurde vorgestellt und am 18.11. ist dann die Prinzenproklamation. Da könnt ihr sie alle nochmal live in den Farben natürlich auch sehen. Der Öffentlichkeit haben sie sich hier auf dem Herbstfest in der Mehrzweckhalle präsentiert. Ja, guten Morgen ihr Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich heute aus dem Foyer der Mehrzweckhalle Dörringhausen, wo das alljährliche Herbstfest stattfindet vom Festausschuss Dörringhausen. Als Dank für die ganzen Gruppen, Vereine,
dass sie so schön unterstützen immer den Karneval. Heute wird unser neues Dreigestirn vorgestellt. Da freuen wir uns schon drauf. Das wird eine super Session, glaube ich. Die sind ganz toll, die drei. Ich habe sie schon kennenlernen dürfen. Die drei tollsten Männer jetzt in der neuen kommenden Session. Unser neues Dreigestirn. Da habe ich zu meiner Linken den Prinzen André, den Bauern, den Peter und die Jungfrau, den Heiko. Hallo. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr drei euch zusammengefunden habt? Wie ist es dazu gekommen? Wie du vielleicht weißt, oder bin ich auf meinem Geburtstag gefragt worden, ob ich das machen möchte. Und zwar mit Tamtam und allem drum und dran, mit Musik und Tanz und Narrenkappe auf dem Kopf. Ja, und dann habe ich nur zu meiner Frau aufgesehen und habe gesagt, was hältst du davon? Und hat sie gesagt, mach. Und so ist es bei mir dazu gekommen. Aus der Nummer wärst du eh nicht rausgekommen, ne? Wahrscheinlich, oder? Ja. Nein, mein Kleiner, ich trete ihn nicht. Wir treten keine Hunde. Nein, das tun wir nicht. Bau, 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 bau. Lieber Hund, ja, lieber Hund. Keine Hunde treten, nein. Danke, Leute, super. Hier geht das Feuer ab. Und bei dir, Peter? Ja, ich habe mit André Silvester feiern dürfen. Und da haben wir uns über dieses Thema karnevalistische Zusammengehörigkeit unterhalten. Und da sagte er, also ich werde wohl den Prinz machen in diesem Jahr. Und dann hat er mich gefragt, sag mal, wie ist es denn mit dir, so mit Bauer oder so? Und da habe ich gesagt, du sofort. Wenn die Musik spielt, die uns gefällt, dann hält uns ja nichts mehr. Und so sind wir dazu gekommen, dass wir ganz einfach, wir sind eine Einheit, wir sind Freunde und dass wir ganz einfach gesagt haben, das freut mich außerordentlich, wenn du Prinz machst, dass ich dann Power sein darf. Du bist ja ein alter Hase, bist ja auch schon ganz, ganz lange im Karneval dabei, ne? Das ist richtig. So ein paar Jahrzehnte. Und du, Heiko? Und am letzten Tag der Schufe dann noch Frau und Mann. Damit fing das ganze Spiel schon an. Denn das Leben wäre doch grau und leer, wenn die Liebe und die Sünde nicht wär. Ein Hoch auf die Liebe. Heiko, wo kommst du denn her? Ich komme aus Dünn. Ich habe einen dünnen kleinen Reifendienst. Da lebe ich von und mache zwischendurch noch so ein bisschen Pommeskörbe aus Mayonnaise. Eine richtige Assischale, ne? Wie es sich gehört, ja. Und im Karneval schon immer verwurzelt? Nö, nicht. Erste Mal jetzt. Gucken. Erste Mal und dann direkt so ein Amt bekleiden? Ist bei Jungfrauen so. Ist immer das erste Mal, oder? Ja, das stimmt. Schön, dass wir dich entjungfern dürfen hier, ne? In Dabringhausen. Ja, Jungs, ich freue mich. Das wird super mit euch. Ne? Ich denke, das wird eine tolle Session. Ihr werdet ganz viel Spaß haben. Wir auch natürlich in erster Linie. Ne? Ja. Das erübrigt sich ja dann von selber, ne? Ihr drei seid Freunde und ihr drei seid alle Köche, ne? Nee. Nee? Nein, das haben wir uns angeeignet. Ja, der richtige Koch ist natürlich der Peter, ne? Wir können Leuten etwas zu essen machen. Das können ja, aber bei dir schmeckt das schon sehr lecker. Also wenn man zum Junker geht, drei Bäume kann ich nur empfehlen. Oh, es schmeckt fantastisch, ne? Und da geht jetzt auch in nächster Zeit die Sause ab. Jeden Tag kannst du da feiern gehen, ne? Es werden. Ach ja, lass erstmal hier Applaus, Applaus! Wahnsinn, Wahnsinn, Dankeschön, hervorragend! Leute, Leute, ach, danke, danke! Veranstaltungen gibt es dann dem kommenden Wochenende natürlich auch in unserer wunderbaren Stadt. Und zwar beginnt es am Mittwoch, den 8.11. in der Kaltwickelschen Fabrik mit einem Geschichten- und Musikabend der Stier Company,
der Steer Shipping Company. Es geht ja wohl um das Thema Segelschiffe. Da wird wahrscheinlich Musik gemacht und dazu auch noch Text gesprochen. Darüber hinaus gibt es am Freitag zwei Veranstaltungen, und zwar eine im Eifgen. Die Jimmy Reiter Band wird dort erstmalig kommen. Und darüber hinaus kommt natürlich auch wie jedes Jahr ganz traditionell der St. Martin. Und der Treffpunkt für den Martinszug, der durch die Stadt verläuft, ist wie immer um 17 Uhr am Schwanenplatz. Enden wird die ganze Veranstaltung dann natürlich mit St. Martin auf dem Pferd am traditionellen Weihnachtsbaum. Darüber hinaus gibt es noch eine Veranstaltung am Samstag, den 11.11. Und zwar gibt es da die Night of the Hymns in der Stadtkirche hier in Wermelskirchen. Evangelische Stadtkirche natürlich. Raus aus der Opferrolle heißt es bei der VHS, wenn es um das Thema Selbstverteidigung für Frauen geht. Da gibt es einen Wochenendkurs. Wer daran Spaß hat, überhaupt keine Frage. Ansonsten wünsche ich euch natürlich viel Spaß und ich sage Tschüss, euer Matthias.